Und damit, hallo und jetzt willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir gehen jetzt die Briten besuchen und ja, ich glaube, die Briten haben schon ganz viel Spaß gerade. Aha, ist das ein Ladebildschirm? Es ist eine fucking Ladezeit. Ich dachte, wir könnten tatsächlich hier den Fluss rüber. Nun, habe ich wohl zu viel Hoffnung gehabt. Upsi, upsi. Die französische Flagge zerschneiden, okay. Ich wollte fast den Angreifer, den Admiralski hier umbringen, aber da haben wir dann nicht so geklappt. Jetzt ist er aber tot, ja. Dankeschön. Gut, offensichtlich haben die Rotröcke ein paar Probleme mit den Blaurücken. Das ist natürlich auch blöd. Ne, wie hieß es letztens noch? Froschfresser. Stimmt ja. Die Froschfresser machen Probleme. Er mit seinem kleinen Brotmesser kommt an zu so einer Schlacht, nennt sich das der Geilste. Darf ich hier. Na gut, er ist anonym werden. Ist irgendwas. Und wenn man nicht alles selber macht, ne? Lass mich mal kurz nachladen hier. Und tschüss. Was labert ihr denn da? Er hat Fuck gesagt. Hallo, Dickerchen. Siehst komisch aus. Okay, das ist sehr merkwürdig. Rüstung für 100%? Wow, es gab ja keine Herausforderung. Naja. Wobei ist es in meinen Kern eingeborene gestorben, ne? Könnt ihr mal alle die Fresse halten? Ist ja furchtbar hier. Mein Gott, alle hier so laut sein müssen. Hier ist auf jeden Fall. Da ist der. Das ist aber ziemlich weit landinwärts. Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Zwar noch mehr. Ja, gut. Sah auf der Karte jetzt größer aus. Nur ich bin gewillt, das auszuprobieren. Darf ich nochmal kurz einen Moment nehmen, um zu sagen, wie fucking geil das Wasser da hinten aussieht? Feier ich richtig. Je länger ich raufgucke, umso mehr merke ich, dass das Wasser nicht flüssig ist. Also, guck mal, da bin ich rauf. In Ordnung, ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob ich den Aussichtspunkt da hinten finde. Alter, hält doch mal die Fresse, Alter. Bist du dir sicher, dass man so mit der Waffe umgeht? Boah, wenn ich so ein französischer Gefangener jetzt wäre, ich glaube, ich wäre lieber tot als dem Sozialen. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie. Ja, schwierig. Nun. Kein Puma oder so, der hier auf mich wartet. Da hinten sind Viecher. So ein, wie heißt denn das Ding? Truthahn. Der nicht wirklich da ist. Ich kann ihn nicht abstechen. Ich kann ihn nicht häuten. Ich meine, ich habe den Hasen auch gesehen, aber ich meine. Warum kann ich denn den Truthahn nicht häuten, Alter? Ist der noch über meinem Level oder was? Ja, dafür musst du jetzt sterben. Pech gehabt. Mistvieh. Das läufst du einfach rum. Du Arschloch. Okay. Ja, makabere, dumme Witze. Meh. Meh. Bitte fall nicht runter. Dankeschön. Ja, sie kommen auch in 10 wieder. Hat sie gar nicht mal so sehr interessiert. Da vorne ist ein böser Scharfschütze. Darf ich hier so rüber? Irgendwie sieht das nicht so aus. Ich meine, hier im anderen Assassin's Creed wird es wahrscheinlich funktionieren, aber hier. Boah, es sieht aus wie ein Weg, aber es wird keiner sein, oder? Wir sind eingeboren in Säule, ist immer schön. Okay, hier da. Okay, ja, ja. Ich bin aber fucking doomed. Hier komme ich nicht weg, oder? Nee. Okay. Ja, ich verstehe. Ist das ein Scheiß? Ja, ich wusste. Ich kannte die Spielregeln. Nur da, wo jemand Kreide gemalt hat, darfst du klettern. Ich habe es trotzdem probiert. Da siehst du, hier hat jemand Kreide hingemalt. Hier darf ich auch klettern. Klasse. Ah, oh Mensch, mein Tintus ist auch wieder da. Na, du nerviges Stück Scheiße. Ich
wollte gerade sagen, ich hoffe, du stirbst, aber ich glaube, das würde beinhalten, dass ich auch sterbe, oder? Keine Ahnung. Hallo? Bitte sieh mich nicht. Ist was? Ich weiß nicht mal, wer ihr seid, aber ich meine, ich trotzdem gerne um. Ja, mal nochmal rauftreten. Hast du ein bisschen Muni dabei? Googeln, toll. Ich finde es auch gut, dass jeder einfach Pfund dabei hat. Also selbst die fucking Franzosen, die ja scheinbar befeindet sind, zahlen einen Pfund. Die hatten wohl keine eigene Währung damals. Diese unkreativen Wichser. So, wir haben den Aussichtspunkt erreicht. Krasse Scheiße. Crazy Shizzle, Motherfucker. Ja, gut. Da ist das Fragment. Und wie komme ich da ran? Einfach auf gut Glück oder was? Dann springt er aber safe in den Müllhaufen unten, oder? Ja. Das hätte ich mir auch denken können. Wie kommen wir denn am besten da hoch? Ah, ich glaube, hier bauen. Ja, danke dafür. Das war ungefähr das, was ich fies mir vorgestellt habe. Ach, Junge. Hüpf. Als ob. Als ob das nicht die Rätselslösung ist. Scheinbar nicht. Mein Gott, dieses FOV macht mich kirre, Alter. Ich muss wahrscheinlich von da aus, oder? Ha, komme ich hier hoch? Ja, hier ist eine bekritzelte Wand. Ich wünschte, das FOV wäre ein bisschen weiter hinten. Ein bisschen. Klar. Statt irgendwie, was ist das hier, 60 oder sowas? Vielleicht 80 oder so? Das, okay. Yay, ich hab's gefunden. Ich bin lazy, the crazy motherfucker. Hier ist auch ein Eingeborener, oder war das die? Ach, ich hab keine Ahnung. Dann gehen wir auch einfach mal hin. Und hoffen, dass ich mich daran erinnere, wo man die nochmal reinsteckt am Ende. Alter, nicht mal hier kannst du hoch. Uff, ja gut. Ich glaube, das ist der Weg. Hier, komm. Das ist schon so ein bisschen lächerlich, oder? Ich meine. Ja. Ne? Weiß ich ja nicht. Schwierig. Super. Ja, die Truhe kümmern wir uns später. Kümmern wir uns später. Ups, 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 ups. Oh. Nun, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, wollte ich doch gar nicht hier, du amte Scheiße. Was soll denn bitte? Hui. Aber vielleicht komme ich jetzt zu dem komischen Bauplan, der da auch versteckt ist. Nun gut. Interessant. Interessantes Map-Design. Na, kaum spring hoch hier, mein Gott. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hänge, ey. Aber scheint richtig zu sein. Nur siehste. Ja, ich habe sie ja gesehen. So blöd bin ich auch wieder nicht. Oh, hier gibt's Putin. Ja, hier gibt's Bären. Ist ja so eine uralte Angewohnheit, Bären einfach Putin zu nennen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen dem russischen Bären und so. Haha. Ja, Schwarzbärenfell. Gut. Oh, wow. Interessant. Nun. Halt dahin ausgenommen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich wünschte, da wäre noch ein zweiter, aber man am besten zwei benötigt. Ich habe zum Glück auch noch nicht komplett vergessen, wie die Scheiße hier funktioniert. Aber der erste muss ja schon mal falsch sein. Der sieht richtiger aus. Nee, mach mal eins weiter hier. Okay.
Ja. Ja, eine Seite wird nicht bedient, ich sehe schon. Haben wir so einen zufälligerweise? Ja, okay. Aha. Mann, was bin ich klug. Da hat Odin persönlich seinen Blitz vorbeigeschickt. Ich bin ziemlich sicher, dass Odin keine Blitze verschickt hat, aber... Was weiß ich. Ich weiß es da auch nicht, Mensch. Warum kann ich das nicht mal springen? Hurra, ein weiteres Totem. Ein totes Totem. Ist der Bär respawned? Ich glaube, er ist nicht respawned. Das ist schade. Gut, ich hoffe, ich kriege noch den Bauplan hier irgendwo. Ich möchte irgendwie ungern jetzt mich jetzt hier runter jieten, weil ich nicht weiß, den ganzen anderen Scheiß hier, weißt du? Wo leuchtet das denn? Einfach weil das kann, ne? So, was geht hier? Denn das ist eine Truhe und da kann man hochklettern, also, ja. Grund genug für mich, das zu tun. Ich komme wieder zurück in diese eine Höhle, wo wir runtergefallen sind. Also vielleicht wäre es doch am besten, wenn wir einfach runterspringen würden. Aber, weil ich dumm und dickköpfig bin, nee, hier gibt's doch keinen anderen Weg mehr, oder? Haben wir hier so eine Truhe, guck mal. Lul. Jetzt mal jetzt gerade die Truhe hier übersehen. Ne, stimmt, wir könnten gucken, ob wir da unten schwimmen können. Jetzt öffnet doch mal diese verfickte Truhe. Ui. Vielleicht kommen wir ja von dort aus irgendwo hin. Ja, da ist eine Wand, die voll gekritzelt wurde. Es sieht gut aus. Mit euch, hier kommen wir an den Bauplan. Hier kann er die übelsten Stunts machen, aber Gott bewahre, er muss eine Wand anspringen, die nicht angemalt wurde. Dann ist vorbei. Kannst du bitte einfach... Ja, hüpf doch hier rüber. Was ist denn das Problem, hä? Halt doch die Taste. Bin ich zu weit nach oben gegangen? Zu weit nach rechts gegangen. Wie hätten wir es denn gerne? Ja, bist du komplett behindert? Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, was er von mir möchte, aber okay. Ja, und jetzt nach hinten an. Okay, lass mal los. Kann ja irgendwie nicht so ganz hinhauen. Ja, und jetzt Absprung. Okay. Ganz merkwürdiger Fiebertraum, aber von mir aus. Exzellent, brennendes Öl. Na, Gott sei Dank, was nützt was Sinnvolles, Mensch. Zum Glück nicht so eine Scheiße wie beispielsweise verbesserte Rumpf oder sowas. Nee, nee. So ein Mist will ja keiner haben. Da komme ich auch nicht weiter hoch, ne? Na ja, Heidewitzka. Hui. Okay, dann können wir jetzt wahrscheinlich von da oben runter jumpen. Ach, hier geht's auch hoch. Mensch, wie athletisch er ist, sobald irgendwo jemand Kreide hingekritzelt hat, ne? Bisschen nervig ist das schon. Ich hoffe, das ist beim nächsten Teil nicht auch so beschissen. Das wäre ein bisschen kacke. Aber gut, vielleicht bin ich einfach nur ein dämlicher Kackhälter, der einfach den tieferen Sinn nicht gesehen hat. Kann ja sein. Oh, guck mal, der Bär ist respawned. Dann kriegen wir zweimal Bärenfell. Wie schön. Für die meisten Rezepte brauchen wir immer zwei. War zumindest vorher so. Soll man in Ruhe nachladen? Komm, wir gucken uns das heute mal an. Wow. Das war episch. Gut, dass wir das mal gesehen haben.
Naja. Hui. Nach mir die Sintflut. Okay, Höhlenmalerei, wo bist du denn? Ach ja, wir wollen noch eine andere Höhle, ne? Oder? Ja, okay, die meinte ich jetzt nicht. Oder vielleicht doch, ich habe keine Ahnung. Was weiß ich denn, was ich meinte und was ich nicht meinte? Man fragt mich doch nicht so was Schwieriges. Hier ist keine bekritzelte Wand. Ich meine, hier, das sieht auch so easy aus, als könnte er da hoch. Aber nein, die ist nicht angekritzelt. Die will da nicht hochklettern. Hier geht es wahrscheinlich auch nicht hoch. Nee. Das sieht fast schon so danach aus. Wo ist denn die blöde Höhlenmalerei da? Was noch viel wichtiger ist, interessiert mich das überhaupt, ob ich die hab oder nicht. Irgendwie will mein innerer Autist sich schon einsammeln. Aber hier geht's ja auch nur wieder zu dieser anderen Wichshöhle. Oder auch nicht. Ach, er versucht gar auf die auf den Ast drauf zu klettern, sondern mietet sich automatisch. Verstehe. Macht Sinn, I guess. Gibt's ja auch keinen Eingang mehr, ne? Ja, gut. Da muss ich mich wohl einfach damit zufrieden geben, dass ich nicht 100% auf dieser Insel erreicht habe. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir. Wir haben das dämliche Totem und den Bauplan. Auch wenn der Bauplan halt eigentlich komplett Abfall ist. Ich habe Bärenfell. Und gleich noch ein drittes. Ach, hier geht's auch noch weiter. Leck mich am Arsch. Ach, halt dich doch bitte nicht fest. Ach, Mann, du Analphabet. Toll, wir gehen hier wieder raus. Nun, ich glaube, es hat niemand jemals vorgesehen, dass man hier unten reinspringt, oder? Na doch, hier ist eine Wurzel. Wollte schon sagen. Ist das auch noch Freche oder was? Nach guten Arschschuss reicht auch aus. So, besser. Gut, dass wir das wissen. So, das dritte Bärenfell. Schwarzbärenfell, pardon. Ich hatte zwar noch keine Ahnung, was man damit craften kann, aber wir werden es herausfinden. Aber erstmal ist hier die tolle Höhlenmalerei. Wow. Ui. Sieht fast aus wie Wasser. Aber was weiß ich. Es regnet, igittigit. So eine Truhe haben wir noch. Meinst du, die kriege ich? Der Anfang, naja. Ja, gut, wenn du meinst. Igittigit, es regnet. Wo ist der Regenbogen? Ich meine, es scheint die Sonne. Ui. Gucken, ob wir noch an der Truhe herankommen, ohne einen Nervenzusammenbruch zu bekommen. Alles hat sich gelernt. Cool. Ich bin so ein Weinmeister, wow. Hui. Oh, da habe ich sogar Schaden genommen. Ist ja blöd. Nein, wir wollen mehr auf dem Ast bleiben. Und husch. Danke, dass du dich festgehalten hast. Wow, wir haben die Insel abgeschlossen. Glaube ich. Hier hinten ist noch was. Scheiße. Boah. Kann ich mich zum Schiff teleportieren? Fluss überqueren? Achso, nicht mal mein Schiff, lol. Mein Schiff ist ja da drüben.
Aber ich kann hier hingehen und dann nochmal überqueren. Das wäre doch lustig, oder? In der Tat, Berserker-Granaten können hergestellt werden, das ist immer schön. Es blitzt hier ein bisschen. Was macht er dann schon wieder? Ein Hitlergruß? Ja, das ist Donner und Blitz, ne? Krass, oder? Habt ihr auch noch nicht gesehen. Hui. Nehmt die Rahen aus dem Wind. Ja, nehmt die mal aus dem Wind. Aufgeilen, aufgeilen. Ich möchte mich aber nicht aufgeilen. Ah, hier drüben reden jetzt auch einmal nicht mehr. Sehr schön. Die Klimazone verlassen. Verstehe. Ah, klettern oder laufen? Ich glaube, ich nehme Klettern. Kletter, kletter, kletter. So, wir müssen. Lass mal gucken. Zurück. Okay. Da habe ich mich doch zu früh gefreut, dass das schnell gehen konnte. Es handelt sich ja immerhin um ein Fragment. Das muss ja mal nervig sein. Bup. Hui. Immerhin geht das relativ smooth. Ist ja auch schon mal was wert. Und Fragmentos. Geil. Ja, dann hätten wir alles von der Insel eingesammelt, oder? Nö, hier ist noch eine Truhe. Ja, aber Treibgut, das zählt ja glaube ich nicht, oder? Ach, leg mich am Arsch, hinten geht's einfach weiter, oder was? Was soll denn die Scheiße? Na gut, I guess, das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich habe jetzt auch Loki Bock, die ganzen Totems auch zu klippern, auch wenn die natürlich nicht mehr markiert werden, warum auch. Aber darüber debattieren bitte am nächsten Part. Ich mache einen Cut. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.